Es ist endlich soweit. Das Winter-Update ist online und es gibt nun weitere kleine DIYs bzw. Möbelstücke, Artikel, Teppiche, Böden und. Heute möchte ich mit euch darüber reden. Und somit hier die neuesten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Es gibt neue Kleidungsstücke, andere Werkzeugartikel, 4 neue Teppiche, 13 neue Haushaltswaren, 1 neuer Boden, 3 neue Hintergrundbilder, 43 neue verschiedene Artikel und 4 neue an der Wand montierte Artikel. 13 neue Reaktionen sowie 6 neue Haarstile. Fangen wir erstmal mit den Thanksgiving-Items an. Zum einen gibt es verschiedene Stühle, Tische, einen Topf, Tischgesteck, 2 Kamine, Vasen, Besteck, einen Boden, ein Teppich und eine Tapete, die zum Event passen. Bei den Weihnachtsartikeln sieht das so ähnlich aus. Also zum einen haben wir schon im Trailer verschiedene Geschenke gesehen. Das sind hier die einzelnen Geschenke in allen verschiedenen Farben, die bisher bekannt sind. Eine Tapete und ein Boden darf natürlich auch nicht fehlen, so wie auch der Weihnachtsmannschlitten. Und auch Wandgesteck in unterschiedlichen Farben ist vorhanden. Geschenkpapier darf natürlich ebenfalls nicht fehlen und das Foto und Chris in verschiedenen Variationen natürlich auch nicht. Und zu guter Letzt gibt es noch etwas, was du an deine Tür hängen kannst. Die Spielzeuge unterscheiden sich auch umso einiges, denn es gibt unterschiedliche Arten von diesen und außerdem gibt es so viele und damit kannst du deine Insel und dein Zuhause einfach echt schön dekorieren. Zum einen gibt es eine Autorennbahn, verschiedene Farben von Dinos, Hunde, Puppenhäuser und einen Helikopter sowie Bücher in verschiedenen Farbvarianten, sowie auch einen Roboter und ein Zelt bzw. das Zelt, was wir bereits in den unterschiedlichen Screenshots gesehen haben bzw. im Trailer. Weihnachten und Verkleiden darf natürlich auch nicht fehlen, da du ja unter Chris' Beobachtung ja unter anderem auch Weihnachtsmann spielen darfst. Da kannst du zum einen den Weihnachtsmannbart, die Weihnachtsmannmütze sowie Oberteil und Hose anziehen und dich als Weihnachtsmann ausgeben. Wenn du jedoch als Rudolf rumlaufen möchtest, funktioniert dies natürlich auch. Nun kommen wir zu Silvester-Events, denn das Winter-Update enthält viele verschiedene Neujahrsartikel und diese sind dann vom 26. bis 31. Dezember erhältlich. Im letzten Video haben wir ebenfalls ein wenig darüber gesprochen, aber ich habe euch noch nicht alle Varianten, die es gibt, gezeigt. Zum einen gibt es das Ballontor, verschiedene Items und komische Sachen, wo ich mir denke, okay, das passt nicht unbedingt zu Silvester. Aber natürlich darf auch Essen sowie Trinken nicht fehlen und auch hier hast du nochmal dein Apfelwein. Saisonale Nook-Shopping-Artikel sowie auch Sachen, die du per Post bekommst, wenn du dir das Update herunterlädst, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und dann gibt es noch von Pocket Camp eine Art Nook-Phone-Design, die saisonale Nordlichtwand sowie der Sonnenblumenhaarreif und der Teppich und ebenfalls ein weiterer Teppich, der mir persönlich eigentlich noch neu ist und einer Sommermuschel ähnelt. Wie findet ihr die ganzen Items? Ich muss gar nicht so lange drum herum reden, aber im Prinzip finde ich das mega, mega cool, was sich Nintendo da wieder ausgedacht hat. Und es wird definitiv nächstes Jahr genauso geil. Und nochmal ein großes Dankeschön an die lieben Mitglieder, die den Kanal tatkräftig supporten und unterstützen. Danke dafür. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.